Hallo, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich stehe hier noch immer im Haus, das wir gerade plündern auf der Suche nach Antibiotika. Hier sind gerade die Meldungen durchgetickert. Ich habe Schnittwunden, ich habe eine Infektion, ich habe Hunger. Einfach alles ist Mist. Also es gab wirklich schon bessere Zeiten. Aber was will man machen? Da müssen wir jetzt durch. Und ja, vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Aloe Vera haben wir jetzt auch. Wunderbar. Wir haben all das, was wir aktuell nicht brauchen. Perfekt. Oh. Und wir haben hier einen Kollegen, der uns noch nicht entdeckt hat. Warum auch immer er das nicht getan hat. Ich glaube, wir waren laut genug. Soll mir recht sein. So, lass mal schauen. Von da sind wir gekommen. Ne, von da. Wir haben den Schrank geplündert. Hier ist ein Safe. Das wollten wir uns merken. Wir haben noch keine Wrench, mit der wir hier, na, das Fitnessrad abbauen könnten. Die Tür ist offen, aber hier ist auch ein Durchgang. Okay. Ein großer Safe. Hochinteressant. Eine Lampe. Schlechtes Zeichen. Ich will mal kurz was gucken. Aha. Guck mal, da ist jemand. Hat uns noch nicht entdeckt. 13.13 Uhr übrigens. Einer weniger. Immer schlecht, wenn es da so. Oh, guck mal. Wenn es da so hoch geht. Hoppla. Da war eine Mine. Gut, dass ich da nicht weitergelaufen bin. Von wo kommt ihr denn jetzt alle? Warte mal, von hier kommt doch auch was. Oder bin ich doof? Oder ist das nur über mir? Nee, das ist über mir. Hallo? Ja, das war eine Finte. Sagt meine Ausdauer 15. Nee, von da kommen die. Okay, die wären mir voll in den Rücken gefallen. Du musst einmal da niederliegen, bitte. Und dann können wir denen hier mal kurz helfen und gucken, wer da kommt. Und da noch mehr? Nein. Na, hab das bald mal mit der Tür. Ausdauer sammeln. Habe ich irgendwas zum Unterstützen, zum Pushen? Kaffee. Drei. Na, ihr seid ja drauf. Was habt ihr denn da zu dritt drin gemacht, hä? Nicht genug Ausdauer. Jetzt läufst du auch noch. Mäuschen. So, mal eben den Kaffee benutzen. Warte, der Kaffee war das gar nicht. Nee, der Kaffee hilft bei Arbeiten wie Holzhacken und so, ne? Puh. Puh. Mensch, da war gut was los. Wenn sich da jetzt nicht was Gutes bietet, dann bin ich hoch enttäuscht. Erstmal hier reinschauen. Okay, hier ist auch eine Verbindungstür. Hier komme ich dann hoch. Badezimmer, alles klar. Genau, hier ist die Mine hochgegangen, richtig. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht reingesprungen bin. Was bringen mir eigentlich diese Vitamine? Können die mir irgendwie helfen? Krankheitswiderstand 100, Erschöpfung heilen. Oh, ja, jetzt helfen die mir gerade wohl nicht, weil ich bin ja schon krank. Ist, glaube ich, zu spät. Ich meine, ich kann es mal testen, aber benutzen. 13 Minuten unter Vitamineinfluss, aber das verändert jetzt auch nichts an meinem Krankheitsbild. Schade. Also in diesem Haus sind zwei Safes. Einer unten kleiner, einer oben großer. Oh, eine Wrench.
Schön. Ach, was könnt ihr? Schadensvermeidung. Auch zu spät. Es ist doch schon zu spät. So, wo ist die Wrench? Da ist die Wrench. Pack die mal auf die Schaufel. Dreier Bogen wollte ich mir noch nehmen, ne? So, und ich habe noch einen, da ich noch einen Zweier in der Base hinterlegt habe, kann ich den zerlegen. Pack das mal dahin. So, den kannst du auch zerlegen für ein bisschen mehr Platz. Noch irgendwas, was ich kaputt machen könnte? Nee. Nee, auf Anhieb sehe ich jetzt nichts. Kann man damit, ja, so eine Lampe abbauen, zum Beispiel. Aber nämlich Electrical Parts und sowas schon mal. So, was habt ihr hier versteckt? Und wen? Oh, 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 was ist denn hier alles? Ich glaube, ich habe unten eine Kiste gesetzt, ne? Da muss ich ja erstmal ran. Einen gefütterten Brustpanzer. Sowas hatte ich noch gar nicht. Armbrustbolzen kann ich eigentlich fast zerlegen. Die werde ich nicht benutzen. Ich kann mit Armbrust gar nicht umgehen. Oh, das ist, glaube ich, sogar... Ist das besser als das, was ich habe? Wie war das denn? Erstmal ins Inventar nehmen. So. Wie rum musste ich das noch lesen? 5-5. Ja, der andere ist doch besser, außer halt in Ausdauer, Beweglichkeit und Geräuscherhöhung. Ich bin also relativ laut mit meinem Panzer am Arm, aber dafür auch besser geschützt. Noch ein Kaffee. Ist da was drunter? Nee, sah nur verdächtig aus. Da noch was hinter? Nope. Ja, okay. Ja, war jetzt nicht so der Rede wert, hä? Vollautomatik-Mod. Ja, gut. Ist genommen. Den lassen wir mal da. Weil irgendwann wird das ja hier alles wieder spawnen. 19,5%. Was ist denn hier noch? So, Moment. Hier war ich überall. Jawohl. Gut. Dann ist das Haus ja eigentlich so weit durch, ne? Bis auf die Safes. Die wir noch in Ruhe lassen. Ab durch den Keller. So, da hängt die Kiste, die ich aufgehängt habe. Wie viel Platz habe ich? Oh, ein bisschen habe ich noch. Mal gucken, was aus dem Auto rauskommt. Vielleicht kriegen wir einen Motor. Wenn unser Schraubenschlüssel hier so lange durchhält. Gott, das geht auch auf die Ausdauer. Gibt's da gar nicht. Trink mal einen Schluck. So, da geht's wieder hoch. Kühler, Benzin. Eine Feder. Scheinwerfer sind runtergefallen. Das darf nicht sein. Nein, nein, die müssen wir mitnehmen. Wenn wir uns ein Auto oder ein Motorrad bauen wollen, brauchen wir die. Ja, da müssen wir wohl nochmal wiederkommen. Was können wir denn hier noch so mitnehmen? Und was ist am ehesten überlebenswichtig? Da haben wir ja auch einen Motor. Aloe Vera lassen wir hier. Motor nehmen wir schon mal mit. Kartoffelrezept. Klamotten lassen wir erstmal hier.
Dafür nehmen wir eher so Rohstoffgeschichten erstmal so mit. Pilzsporen. Weiß gar nicht, ob ich die schon anpflanzen kann. So, dann bringen wir erstmal weg, weil wir haben ja eh keinen Platz mehr hier. Antibiotika haben wir noch nicht gefunden. Das ist sehr ärgerlich. Ich glaube, da vorne müssen wir raus. Blöd, blöd, blöd. Ach, nach der Post haben wir auch noch nicht geguckt. Sind ja manchmal Bücher drin. Hier aber nicht. Schade. Habe ich den Müll schon durchsucht? Nee. Oh, guck mal, da hinten sind drei Spießgesellen. So überladen werde ich mich jetzt nicht mit denen anlegen. So überladen und vor allem langsam. Ja. Muss ich beim nächsten Mal mitnehmen. Schade. Ich glaube, ich habe auch einen Punkt zum Verteilen. Fällt mir gerade so ein. Was für ein riesiger Baum. Der ist bestimmt uralt. Trotzdem werde ich ihn irgendwann wahrscheinlich fällen. Gott, bin ich langsam. Uff. Ah, das war eine aufreibende Runde hier. Da habe ich mich ganz schön verjagt, als es auf einmal Peng machte. Habe ich nicht mit gerechnet. So ein kleines Warnschild oder so wäre ja gut gewesen. So, jetzt kann ich aber, weil ich habe ja diese ganzen Autoparts bei mir drin, den hier schon mal auf jeden Fall hier wegmachen. Oh, oder auch nicht. Da fällt nämlich ein Benzinkanister raus. Was könnte ich mal eben fallen lassen so lange? Gott. Es muss eine Entscheidung her. Ne, die Pilze gebe ich nicht her. Das Essen. Dosen? Papier. Papier kriege ich immer wieder und überall. So, Benzin habe ich nämlich da gelassen. In der anderen Butze. Und der Rest müsste aber eigentlich stacken. Sehr gut. Jetzt ist der Schraubenschlüssel auch schon nahezu kaputt. Hier wird ja auch nichts wieder spawnen, weil wenn ich jetzt eine Base draufsetze, dann hat sich das erledigt mit dem Respawn. Boah. Langsam. Das ist so duster. Das ist doch erst 17.22 Uhr. Ah, jetzt ist er kaputt. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben Zement da und wir haben Pflastersteine da. Dann können wir zumindest hier auf dem Weg nach oben davon nochmal was mitnehmen. 7. Zement. Nicht, dass hier nachts irgendwie gewütet wird unter mir und dann zerstören die mir hier den ganzen Zement und so. Das wäre sehr schade. Ja, die Ausdauer macht uns zu schaffen. Ich glaube, auf 1000 stackt der Zement. Nun stell dich mal nicht so an hier. Ich weiß, du hast Hunger. Ich habe aber kein Essen hier. Wenn wir hier unten umfallen, ist es halb so wild. Ich muss ja nur die Treppe runter und den Kram wiederholen. Übelst hungrig. Schön die körperliche Arbeit hier verrichten.
hier ist aber richtig viel. Wie viel haben wir? 700? Infektion bei 21%. Wir haben 2 Fertigkeitspunkte mittlerweile zu vergeben. Hilft das? Hilft das, wenn ich Wasser trinke? Bisschen, ne? Das Buddeln war ja immer irgendwie ausdauerraubend. So ein Erdbohrer. Das wär's. Wenn man den erstmal hat, hat man gewonnen. Dann geht's einfach ab nach unten in die Erde. Und dann gefarmt. Ui. Nicht cool. Gar nicht cool. Stoff bekomme ich auch immer. Hier, Knochen. Knochen bekomme ich auch immer wieder. Da nehme ich lieber den Zement mit. Ja, auf 1000 Stack. Da habe ich nicht aufgepasst. So schnell geht's. 1825. Gut, dafür kann ich dann jetzt aber auch hoffentlich alles mitnehmen. Ich ignoriere die ganzen Warnschilder da jetzt. Nützt ja nichts. Mit der Infektion komme ich wahrscheinlich eh nicht mehr allzu lange dann über die Runden. Beziehungsweise die wirkt sich ja auch immer mehr aus dann. Ich werde immer langsamer. Zement. Du. Ist hier noch mehr? Nee, ne? Hier war, glaube ich, nichts. Nee, hier waren nur noch die Badezimmer. Draußen war noch Zement. Was ist das? Gegenstand muss repariert werden. Na klar. Das kriege ich hin. Was war das? Wieso war da so ein Schaufelsymbol? Und was ist das hier? Ach, das war Papier. Oh ja, es fliegt jetzt überall rum hier. Sehr gut. So, nicht wieder zu viel mitnehmen. Ah, 615, da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Holen wir das hier aber endlich auch mal ab. Rot blinkender Hunger. Mit 15 Slots überladen. 22,1% infiziert. Eine Schnittwunde in der Hand. Ein Rucksack, den ich zerstört habe. Aber ich glaube, die Jacke heißt, mir geht es soweit ganz gut, was die Temperatur angeht. So deute ich das jetzt mal. So, da hinten ist noch ein Pflastersteinstapel. Ich laufe gerade auch übrigens schnell, also. Mehr ist nicht drin. Dann liefern wir das mal alles ab hier.
Klappe zu. So, Rohstoffe. Benzin zähle ich mal dazu. Das ist eher Munition. Das gebe ich mal zur Medizin. Fortbytes. Zähle ich mal mit zur Medizin und so. Das auch. Das geht zu den Waffen. Das ist ein kaputtes Werkzeug. Das packe ich mit zu den Waffen und Klamotten. Genau wie das alles. Ein Buch. Ein Buch, ein Buch. Ich brauche so eine Händlerkiste. Den haben wir hier reingeschmissen. So. Oh, Goldrutenpflanze ist ja eher Lebensmittel, ne? Genau wie Kaffeebohne. Packen wir das Buch hier mit zu. Ja, komm. So, hier habe ich so Waffen, Kleidung und Werkzeug reingeschmissen. Fehlt nur noch eine Waffe. So, wir sollten wieder beweglich sein. Pünktlich um 20 Uhr. Das ist gar nicht mehr so viel Zeit. Oh, jetzt wäre ich beinahe runtergeflogen. Dann gehe ich nochmal durch den Laden. Das lassen wir mal stehen. Das hält ja auch vielleicht ein bisschen auf. Aber der Baum, den brauchst du hier nicht, ne? Den nehme ich mal weg. Du hast nicht genug Ausdauer. Gibt's doch gar nicht. Unfassbar, wie schnell die jetzt schon weg ist. Komm, die paar Schläge kriegst du jetzt auch noch hin hier. Ich wollte noch diese Garage quasi leer machen. Hier kommt man ja nicht rein. Wunderbar. Könnte ich als Raum benutzen. Ich glaube, ich baue mir hier einen Abgang nach unten rein. In die Erde. Für Mining-Geschichten. Müsst ihr jetzt da draußen rumlaufen? Ich meine, es ist kurz vor 9. Müsst ihr nicht mal nach Hause? Wer ist denn da? Die sind schon wieder an der Stelle da hinten, ne? Ah, ne. Andere Stelle dieses Mal. Lass das. Die Mauer war teuer. Ach, beweg dich doch nicht immer in dem Moment. Muss ich dir halt... Sag mal. Werde ich aber langsam ein bisschen stinkig. Ich wollte eigentlich hier von der Mauer springen und dann nach oben. Jetzt muss ich hier doch runterkommen, einsammeln. Den hätte ich auch gern wieder und den auch. So, und jetzt ist hier Ruhe, verdammt nochmal. Ne? Ist auch schon nach 8 jetzt. Da ist hier nichts mehr mit Lärm. Schlimm. Die Jugend heutzutage... Eine Sicht wollen wir haben. Wunderbest. Okay. Ob ich die Nacht überstehe und weitermachen kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich werde gleich mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht gucke ich, ob ich schon irgendwas bauen kann oder nicht. Und werde die Nacht mal aussitzen.
Vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen Holz schlagen. Mal gucken, kommt er jetzt nicht mehr so wirklich drauf an. Vielleicht esse ich auch einen Happen. Aber ihr werdet es sehen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.